Das ist der lila Raum, ich würde nennen, oder? In der alten Zeit, man machte sehr viel in die Kirche, diese Trittico. Ich heiße Emanuel und ich bin 12. Ich bin Antonella und ich bin die Mama von Emanuele. Ich habe 3 Bilder gesehen. Die Bilder haben so einen Zusammenhang. Alle Bilder haben so wie etwas gleich, in Farbe oder manche. Es gab einen Mann, der leidet. Dann das rechte Bild hat so einen Mann, da sieht man nur so seinen Oberkörper. Er sieht aus wie ein Politiker, weil er sehr elegant, sage ich mal, aussieht. Lila. Also die lila Farbe ist sehr stark. Es war nicht so knallige Farbe, es war mehr so eine dämpfte Farbe. Ich finde, das hat so ein bisschen Druck gemacht. Und der Mann hat jetzt auch nicht so happy ausgesehen. Vielleicht jemand, ein Sportler, hatte einen Unfall. Ist da etwas passiert? In der mittleren Bild, er ist wie dunkel, wie verschwunden. Und auf der dritten Bild, er ist wieder da mit einem Gesicht. In der Spiegel, er hat keine Augen mehr. Ein verschwundener Mensch. Er arbeitet als Politiker, aber sein Hobby ist so Sport machen. Dann kommt er heim, sieht, dass das Licht offen ist. Denkt so ein bisschen Pause haben von allem, geht er so raus rennen. Geht so schön aufs Gesicht und dann ist ganz viel Blut und bricht sich auf etwas. Ja, ich glaube, das passiert. Eigentlich ist er eine sehr mysteriöse Person, oder? Ich finde schon, ja. Der Rahmen, finde ich, der passt nicht so gut, weil es sind ja immer so, es sind ja alles so dämpfte Farben gewesen. Gab es einen Rahmen? Gab es goldene Rahmen vielleicht? Warum nicht in der grünen Wiese da? Es würde an das Bild eine andere Bedeutung geben. So hätte ich ein Schloss, hätte ich eins, dann würde ich so in so einem riesigen Esszimmer an die Wand die 3 Bilder. Du isst so und siehst so, du kannst so nachdenken, was passiert in dem Bild. Das ist spannend.